Hört ihr das? Diese wundervolle Ruhe. Nach vielen, vielen Folgen ist endlich wieder Ruhe eingekehrt. Denn ich habe die Kampfmusik endlich deaktiviert und wir spielen hier nur noch mit den Geräuschen der Natur. Zumindest bis es irgendwann mal wieder eine Möglichkeit gibt, andere Lieder zu hören als die Kampfmusik. Und wir sind hier an einem Dorf angekommen. Dort sollen wir jemanden aufsuchen. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze nochmal schnell an. Wir müssen ja wieder ein bisschen reinkommen. Galmar Steinfaust hat mich damit beauftragt, den kaiserlichen Kurier abzufangen und die mitgeführten Dokumente an mich zu bringen. Danach soll ich zum Stützpunkt zurückkehren, dort erhalte ich dann fingierte Dokumente, die ich getarnt als Kurier des Feindes dem gegnerischen Kommandanten in Mortal überbringen werde. Schauen wir doch mal. So, da kommt auch schon eine Wache. Wartet! Ich kenne euch doch. Woher kennst du mich? So, gut. Ich gehe jetzt nochmal in mein Inventar. Ich werde nämlich jetzt nochmal meine Waffe aufladen. Das habt ihr mir auch verraten, wie das funktioniert. So, ich gehe mal unter Sonstiges. Mal gucken, ob ich es da finde. Beziehungsweise, nee, Quatsch, ich muss auf meine Waffe gehen. Den Streitkolben von Molag Bal. So, das machen wir mal hier. Da können wir jetzt uns Seelenstein auswählen. Ich nehme hier mal den kleinen Seelenstein. Und damit hat diese Axt eine neue Ladung bekommen und sollte wieder eine Weile halten. So, und da vorne in diesem kleinen Häuschen, da ist dieser Kurier oder was stand da? Ich schaue mir das jetzt einfach mal an. Die vier Schilde. Gut, ich bin gespannt, wie es funktioniert. Ich weiß es noch nicht, ich werde es gleich sehen. So, ist hier jemand? Ich habe übrigens noch eine ganze Menge mehr installiert. Und zwar ein paar Grafik-Updates. Ich heiße Feida, ich betreibe die Taverne. Das ist schön für dich. Ich suche aber mein Ziel. Wo ist denn mein Ziel? Warte mal, ich glaube, ich muss mir das jetzt nochmal durchlesen. Soll das hier rumliegen oder soll ich das irgendwo jemanden klauen? Ich weiß es gar nicht. So, ich schaue es mir nochmal an. Galmar Steinfaust hat mich damit beauftragt, den kaiserlichen Kurier abzufangen und die mitgeführten Dokumente an mich zu bringen. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich gehe da jetzt nochmal hin. Es hat doch eben da geleuchtet. Oder bin ich jetzt wahnsinnig geworden? Weil hier drinnen sehe ich keins mehr. Ich gehe nochmal schnell raus. Ich hoffe, die Ladezeit ist erträglich. Ja, so ist es, wenn man blind zockt. Langsam aber sicher stinkt mir das. Also nicht das Spiel hier. Sondern, dass wir hier angezeigt bekommen, wo wir hin müssen. Und dann gehe ich da rein und dann ist da nichts mehr. So, Moment. Ich komme jetzt nochmal auf die Karte an. So, vier Schilde. Finde den kaiserlichen Kurier. Vielleicht pennt der da drin. Ruhiger Tag. Wieder ein ruhiger Tag, sagt er. Also ruhig ist der Tag gar nicht. So, dann schauen wir hier mal alles systematisch ab. Da vorne sind zwei Türen, beziehungsweise mehrere sogar. So, da ist aber niemand. Jetzt gehen wir nochmal da rein. Da ist auch niemand. Vielleicht muss ich dann hier tatsächlich irgendwo was klauen oder so. Ich weiß nicht. Ihr seid irgendwie anders, das kann ich euch sagen. Ich hoffe, ihr seid nicht auf Ärger aus. Nein, ich bin auf Blut aus. Meine Speisen sind zwar kein Festessen für ein Jarl, aber sie füllen den Bauch. Habt ihr in letzter Zeit kaiserliche Kuriere gesehen? Meine Kunden schätzen ihre Privatsphäre. Du redest sofort mit mir. So, jetzt habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten es probieren, sie zu überreden. Wir können sie versuchen, mit Gold zu bestechen. Oder wir können sie ihr drohen. Ich kann euch hart zusetzen, wenn es sein muss. Was kann ich denn am besten? Würde ein wenig Gold helfen oder überreden? Komm, einschüchtern. Ich schau dir auf die Fresse, wenn du es mir nicht verrätst. Immer mit der Ruhe. Das wird nicht nötig sein. Er war gerade noch hier. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr ihn noch. Oder ihr wartet einfach hier. Er wird bald wieder zurück sein. Ich habe es doch gewusst. Ein Mann meiner Statur. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. So, wir müssen wieder raus. Wir haben ein neues Ziel für den Kurier bekommen. Ich schaue mir das aber nochmal gerade auf die Karte an. Moment. Auf die Weltkarte umschalten. Da ist er. Beschaffe dir das Paket von kaiserlicher Kurier. Der ist da vorne. Okay, wir haben jetzt kein Pferd oder so. Ich muss da halt zu Fuß hinrennen. Das wird schon klappen. So, wenn ihr da ab und zu ein paar Vögel rumfliegen seht, dann heißt es, es ist einer von den Mod
von den Mods, die ich installiert habe. Nämlich betrifft, wie immer, Natur, Fauna, Flora. Ihr wisst ja, da habe ich so ein Faible dafür. Und deswegen habe ich mir da jede Menge installiert. So, ich renne jetzt einfach mal in die Richtung. Wir können auch, Moment, ich bin völlig fertig, bin ich hier schon wieder. Wir können auch rennen, wollte ich sagen. Und dann drücke ich erstmal auf die falschen Tasten, wie immer. Aber wir kriegen das schon noch hin. Ich bin da sehr zuversichtlich. So, und da vorne ist jemand. Ist er das? Bist du es? Das ist er. Bleib stehen! Keine Zeit für ein Schwätzchen. Ich bin nicht hier, um zu reden. Ich bin wegen der Dokumente hier. Ach ja? Ja. So, du willst also auf die Fresse. So, mein Freund. Kaiserliche Dokumente, da habe ich sie. So, hat er sonst noch was dabei? Ich hoffe übrigens, es hat niemand gesehen, ne? Aber was ist denn überhaupt hier passiert? Oder waren wir hier schon mal? Haben wir das angerichtet? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist alles schon so lange her. Da ist ein Pferd, eine überfallene Kutsche und jetzt liegt auch noch ein Kurier dabei. Oder hat das was damit zu tun, dass wir diesen Kurier da gefunden haben? Keine Ahnung. Ich schaue nochmal hin. Ich schaue mir das nochmal an, wo wir hin müssen. Ich weiß nicht, warum ich heute schon wieder so oft stotter. Keine Ahnung. Ich bin auch gerade ziemlich müde im Moment. In der letzten Folge war ja ein Kommentar gewesen. Irgendwie war ich so, als hätte ich keine Lust oder so. Dem war natürlich nicht so. Wenn ich keine Lust habe, dann spiele ich auch gar nicht. Es ist halt immer nur, manchmal, das letzte Mal, als ich das Spiel gestartet habe, da war irgendwie alles anders eingestellt. Die ganzen Soundeffekte, alles anders. Ihr habt das wahrscheinlich kaum gemerkt. Für euch war es nur ein bisschen lauter, aber für mich war es total ungewohnt. Und das hat mich einfach total verrückt gemacht. Und ich hoffe, jetzt ist es wieder angenehmer. Und ich bin wieder etwas ruhiger und nicht mehr ganz so hippelig. So, und wie ich sehe, ist es auch gerade wieder Nacht geworden. So, und da vorne ist er schon, der Galma. Unzählige Tote suchen. Ja, babbel nicht hier darum. Gute Arbeit. Lasst mich mal sehen. Sie wissen besser über unsere Pläne Bescheid, als ich dachte. Das gefällt mir gar nicht. Oh, was ist das denn? Fester Schneefalke fordert Verstärkung an. Wir werden sicherstellen, dass sie keine bekommt. Einen Augenblick, ich muss erst noch ein paar Korrekturen an diesem Bericht vornehmen. Hier, bitte. Sorgt dafür, dass diese gefälschten Dokumente den Legaten in Moortal erreichen. Das sollte sie in die Irre führen und uns einen Vorteil verschaffen. Okay. Hört sich einfach an. Draußen auf euch auf. Ja, mach ich. Das schauen wir uns jetzt erstmal an, wo wir da eigentlich hin müssen. Und irgendwie sieht es doch ein bisschen anders aus als vorher mit diesen Mods, ne? Sieht so ein bisschen, ich weiß nicht, ja, grüner ist vielleicht der falsche Ausdruck hier im Schnee, aber irgendwie so ein bisschen laubiger aus. Naja, okay. So, warte mal, wo müssen wir denn hin? Jetzt müssen wir da hin. Schnell nach Moortal reisen, jo. Ah, da ist der Ben. Es gab mal in den 80ern einen Film, Ben hieß der, ging um Ratten, deswegen komme ich gerade auf diesen Namen. War übrigens ein richtig guter Film. Ja, so in den Ladebildschirmen wäre schon nicht schlecht, wenn da ab und zu mal Musik wäre, ne? Aber okay, man kann nicht alles haben. So, wir müssen einfach nach vorne. Wie schiebe ich dem jetzt die Dokumente unter? Bleibt auf der Hut. Ja, natürlich. Ich kann es kaum erwarten, noch einen von Ulfriks Jungs zu töten. Babbel keinen Scheiß. Ich hab hier was ganz Wichtiges für dich. Tatsächlich? Und habt ihr unterwegs eure Uniform verloren, Soldat? Ich hab's für das hier abgelegt. Ist jetzt leichter, sich am Feind vorbeizuschleichen. Das ist wohl richtig. Gute Idee. Ja. Ich danke euch, Soldat. Lasst uns einen Blick auf diese Dokumente werfen. Ich warte noch auf Neuigkeiten über Verstärkung für die Festung. Gut, sie ist unterwegs. Und wir haben Informationen über feindliche Truppenbewegungen. Hervorragend. All die Sturmmantelkundschafter machen das Reisen gefährlich. Schön, dass ihr es heil wieder hierher geschafft habt. Warum genehmigt ihr euch nicht einen Schluck im Moorblick, bevor ihr euch auf den Rückweg macht? Ja, könnte ich tun. So, und damit ist die Quest nicht abgeschlossen, sondern ein Stück weiter. Befreie Hjalmarsch.
Schauen wir gerade an. Vielleicht wird es angezeigt, wo wir als nächstes hin müssen, aber wahrscheinlich muss ich wieder zurück. Genau. Gehen wir mal zurück zum Galma. Mal gucken, was er jetzt wieder Neues weiß und wie es weitergeht. Zum Glück ist meine Axt geladen. Ja, also wirklich, die Ladebildschirme ohne Sound. Fällt mir jedes Mal wieder auf, wenn ich so ein Ladebildschirm sehe. So, da komme ich wieder nicht durch. Hier geht's weiter. Jawoll. Gute Arbeit. Ulfric hatte recht, was euch angeht. Ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Erzählt es doch dem Kommandanten. So, ich hätte gern neue Befehle. Ihr brecht zur Festung Schneefalke auf. Trefft euch mit den Brüdern, die sich gerade sammeln, und vernichtet die Rebellen. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Was meint ihr? Schafft ihr das? Die Festung ist so gut wie unser. Gut. In euch brennt ein richtiges Feuer. Das gefällt mir. Talus möge euch leiten. Kriegen wir hin. So, ich schaue mir das Ganze nochmal auf der Karte an und dann sollte ich, glaube ich, speichern. Denn ich habe die automatische Speicherfunktion deaktiviert. Wo ist denn jetzt diese Festung? Oder muss ich das wieder extra auf der Karte aktivieren? Ich glaube fast ja. Ach Leute, die machen mich wahnsinnig. So, wir klicken mal hier auf die Quest. Ja, natürlich. Muss man erst aktivieren, alles klar. Jetzt müsst ihr es auf der Karte sehen. Wenn ich es sehe und nicht übersehe, was natürlich auch sein kann. Aber eigentlich haben wir das jetzt aktiviert. Die Frage ist nur, wo ist es? Ich sehe keinen Fall. Seht ihr da was? Ach Leute, macht doch nicht so Sachen mit mir. Ich hab's eben gerade aktiviert. Da leuchtet es doch. Eieieiei. Da ist es. Ja, man übersieht das so schnell. Festung Schneefalke. Da können wir schnell hinreißen. Das will ich aber gar nicht. Da gehen wir lieber hier zur Todmannsruhe, ne? Genau. Gehen wir schön gemütlich von hinten. Von hinten ist immer wieder schön. Und dann schauen wir mal, ob wir das packen. Aber ich bin da guter Dinge. Mit unserer schönen, frisch aufgeladenen Axt. Oh, es ist tagsüber. Das ist natürlich jetzt weniger gut für uns als Vampir. Aber gut, wir werden es packen. So, welche Richtung müssen wir? Wir müssen in die andere Richtung. Da oben irgendwie. Ich weiß nur nicht, ob wir da vorbeikommen. Ich glaube, wir müssen da unten rum. Wir probieren es einfach. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Ach nee, Alter. Jetzt kommt so ein beschissener Drache. Du kriegst auf die Fresse. Dieser Gegenstand ist nicht ausreichend geladen. Ich werde wahnsinnig. Verdammt nochmal. Und hier, die Hunde kommen auch wieder an. Du leck mich doch am Hintern. So, wo ist jetzt dieser beschissene Drache hin? Ja komm, lande. Hör auf mit deiner Seuche hier. Sondern lande. Da steht mit meinem Schwert eins. Über den Schädel ziehen kann. Na toll. Kleine miese Stück Scheiße. Entschuldigung, dass ich so vulgär werde. Es ärgert mich nur, dass ich den Drachen nicht richtig kriege, wenn er nicht landet. Ich könnte natürlich mit meinen bescheuerten Pfeilen draufschießen. Aber das bringt ja irgendwie überhaupt gar nichts. So, warte mal. Haben wir noch irgendwelche Pfeile einstecken hier? Ich habe noch nicht mal einen Pfeil. Doch, orkischer Bogen des Eises. Sollst den anstecken. So. Komm, zieh. Scheiße. Der kämpft hier mit diesen Wölfen. Ist ein bisschen weit weg wahrscheinlich noch, ne? Das kitzelt den höchstens nur. Der verdammte Blutdrache. Ich weiß nicht, ich habe gerade diese Anzeige nicht im Auge, aber ich glaube, der geht ein bisschen runter, ne, mit seinem Leben. Komm, flieg doch nicht so weit weg, du Idiot. Bleib hier. Ich habe was für dich.
So, warte mal, ich schalte wieder sofort um. Zum Glück macht er nicht so viel Schaden. Ich warte auf einen würdigen Tod. Ja, kannst du haben. Lass mich erstmal die Drachenseele aufnehmen. Oh ja, das zieht rein hier. Es ist besser als jedes Amphetamin. Drachenseele aufgenommen. So, da kann ich mir wieder was mitnehmen. Was sauschweres. Und ich sehe es schon kommen. Bei den Göttern. Wir haben nicht Probleme, weil wir nicht keine Heiltränke mehr dabei haben. Verdammt nochmal. Das heißt, ich gehe nochmal ins Inventar. Oh, hör doch mal auf, mich voll zu labern von der Seite hier. So, Zaubertränke. Haben wir dann irgendwo einen Heiltrank? Da ist einer. Dankeschön. So, wie voll sind wir? Na. Nicht wirklich besser. Scheiße, wir hätten vorher erst Heiltränke kaufen sollen. Und ich glaube, wir müssen in diese Richtung weiterlaufen. Was ist denn das da vorne? Das sieht auch sehr seltsam aus. Ach, das ist so ein totes Mammut. Ja, wirklich. Ich glaube, wir hätten vorher Heiltränke kaufen sollen. Verdammt nochmal. Scheiße, aber ich probiere es einfach. Und wir wollten auch abspeichern. Boah, ich bin ja so weich in der Birne. Jetzt haben wir den Drachen eben kalt gemacht. Ich habe nicht mal gespeichert, ey. Wenn der uns blatt gemacht hätte, hätte das Ganze alles nochmal spielen können, ey. Mann. Kryo. Ich sag's immer wieder. Wenn man ausgeschlafen wäre, würde man besser spielen. Und jetzt kommt es hier nicht hoch, ey. Hör doch mal auf, mich heute wieder zu ärgern. Nein, denk nicht wieder. Was sind das? Ach, diese Dinger jetzt, du. Nee. Das sind wieder die kleinen Säcke, die total viel Schaden machen. Und ich nicht treffe. So, leck mich am Ärmel. Leck mich am Ärmel. Ich renne jetzt ein bisschen weg hier. Oh, nee, ich wollte rennen. Aber irgendwie will er gerade nicht rennen, weil ich keine Ausdauer habe. Kommando zurück, Leute. Wir brechen ab. Wir brechen ab. Dieser Eisgeist ist da hinten noch. Ist mir immer noch auf den Fersen. Schleich die. So, das sind auch die nächsten Feinde. Boah, und hier ist Strömung, ey. So, aber ich glaube, das war's jetzt. Ich halte jetzt schnell auf die Karte. Die Festung Schneefalke, die sollten wir befreien. Ich gehe jetzt aber erstmal woanders hin. So läuft das nicht, Leute. So, das ist Mortal, aber wo gehen wir dann mal hin? Winterfeste, was haben wir da vorne? Dämmerstern. Du kannst dich schnell reißen, wenn Feinde in der Nähe sind. Auch Leute. Wo ist denn dieser Eisgeist? Und wieso wird das Bild als unscharf? Irgendwas ist da faul, glaube ich. Warum schlägt mein Herz so schnell? Der Eisgeist ist immer auf jeden Fall immer noch im Target vorne. Aber ich bin eigentlich ewig weit weg jetzt mittlerweile. Oder hat er mich in irgendeiner Form vergiftet oder so? Ich weiß es nicht. Verdammt nochmal. Ach, der ist doch immer noch da. Jetzt sehe ich ihn wieder. Dieser verdammte Eisgeist. Mann, oh Mann, oh Mann. Alter Schwede. So, jetzt hau ich aber ab hier. So, und zwar nach Weißlauf. Direkt. Und dort werden wir jetzt mal ein paar Heiltränke kaufen und dann werden wir vom Weißlauf aus zu einem anderen Ort noch fahren, wollte ich schon fast sagen, laufen und kaufen uns noch mehr Heiltränke. Und dann gehen wir wieder zurück und werden hoffentlich diese Festung einnehmen. Ach, wie aufregend schon wieder. Ich hätte mir diesen Kampf ein bisschen anders vorgestellt, aber ich hätte ja auch mal dran denken können, dass mir noch Heiltränke fehlen, verdammt nochmal. Und die Waffe kann ich, glaube ich, wegstecken. Kriegsjungfer, ach so. Ich war schon wieder völlig verwirrt. Sind euch hold, mein wie immer eigentlich, ne? Da vorne rechts. Ah,
Azuras Stern? Aber wie ist das nur möglich? So, hier. Beditors gemischt Waren. Den können wir jetzt übrigens auch was verkaufen. So ein bisschen Geld bekommen. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier... Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im Lager. Und wenn wir jetzt hier fertig sind, können wir den Rest sogar noch in unsere Kiste lagern. Denn wir haben ja hier unser Zuhause. Sehr schön. Und damit würde ich sagen, mache ich mal eine kleine Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, mach's gut, bis dann. Ich sehe schon, dass ihr ein wählerischer Kunde seid. Vielleicht auch noch ein wohlhabender, Wohlhabend ist gut. Ich allerdings nicht. Mach's gut, bis dann.